Wir waren natürlich gestern auch auf der Party und es war extrem fett, oder Dave? War ziemlich geil, ja. Johnny, wie schaut's aus bei dir? Ist was gegangen? Nein, natürlich wieder nicht. Okay, aber Johnny, du bist ja wirklich kein Maßstab für die Frauenwelt. Aber genau wie dir ist trotzdem auch andere Maturanten gegangen und aus diesem Grund haben wir für uns überlegt, dass wir euch unter die Arme greifen. Cinnamon. Der seit Jahren bei den Frauen erfolglose Kurt hat sich fest vorgenommen, auf X-Gem seine Jungfräulichkeit zu verlieren. Um auf die Frauen noch attraktiver zu wirken, bildet sich Kurt nun weiter. Wolltest du schon immer die dreifache japanische Lotusblüte ausprobieren, findest du den geilen Kurt im Schnitzelgarten. Der arme Günther hat seine Brille in Österreich vergessen. Stocknüchtern verbringt er die geilste Zeit seines Lebens mit seinen Freunden auf X-Gem. Bist du groß, dünn, braun und eckig, dann ist Peter genau der Richtige für dich. Ingeborg ist traurig. Seit ihrem 14. Lebensjahr ist sie auf der Suche nach einem Mann, der sie liebkost, ihr zärtlich durchs Haar fährt, ihr den Nacken massiert, extrem entspannte Sonnenuntergänge mit ihr genießt und sie verdammt nochmal nicht auf ihre wahnsinnig schöne Brust reduziert. Das sind Franz und Johann, auch bekannt als Team Intim. Um allzeit bereit zu sein, achten sie stets auf ihre Hygiene. Wenn du diese gut gelaunten Lustböcke vom Dauerduschen erlösen möchtest und 6 zu dritt genau dein Ding ist, findest du die beiden hinter der Arena. Seit Herbert sich ein X auf die Brust rasiert hat, ist er fest davon überzeugt, dass er der König von X-Gem ist. Da seine Anmache eher billig ist, ist es für ihn fast unmöglich, eine geile Frau mit dicken Dingern zu ergattern. Wenn dich die direkte Art und der Achselgeruch nicht stören, dann wirst du sicher Spaß mit Herbert haben. I love you more for sure. I love you more.